Einen guten Morgen allen zusammen. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum IÖR Forum. Mein Name ist Marc Wolfram. Ich bin der Direktor des IÖR und ich moderiere heute die Veranstaltung. Heiße ganz herzlich willkommen natürlich auch unseren Vortragenden für heute, Professor Konrad Ott, der sich jetzt auch schon zugeschaltet hat. Ja, wir haben mit diesem IÖR-Forum eine neue Reihe angefangen im Sommer, über den Sommer hinweg mit einer Thematik, die sich natürlich aus vielfältigen Zusammenhängen und Diskussionen, laufende Diskussionen ergibt, die aber im Grunde genommen natürlich sehr, sehr weit zurückreicht an die Anfänge der Debatte zum Nachhaltigkeitskonzept. Es geht aktuell konkret um Fragen wie beispielsweise die Entwicklung eines Nachhaltigkeitskonzeptes für die Leibniz-Gemeinschaft oder aber auch um die Fragen des Nachhaltigkeitsmainstreamings in Wissenschaftsorganisationen oder auch um den Nachhaltigkeitsbegriff, so wie er in den Nachhaltigkeitswissenschaften verwendet wird. An die Anfänge zurück. All dieweil Nachhaltigkeit als Konzept ja gewissermaßen seit seiner politischen Instrumentalisierung nach dem Brundtland-Bericht 87, dann über die Rio-Konferenz sehr, sehr kritisch immer debattiert worden ist, aus gutem Grunde und aus vielfältigen Perspektiven. Nachhaltigkeit ist seitdem natürlich das vorherrschende Paradigma zur Bewältigung der globalen sozialen und ökologischen Krisen geworden. Und das zieht sich ja durch von den Sektorpolitiken über Querschnittspolitiken, wie eben auch der Raumplanung, über übergreifende politische Strategien von der lokalen Agenda bis zu nationalen Nachhaltigkeitsstrategien und den SDGs der Vereinten Nationen, bis hin eben auch in die Wissenschaften selbst hinein. Denn ich hatte gerade schon erwähnt, die Nachhaltigkeitswissenschaften sind als inter- und transdisziplinärer Strang ja gewissermaßen in den letzten 20 Jahren entstanden, haben sich dort formiert und auch dort bildet natürlich das Konzept einen Kernbezugspunkt. Kritisch diskutiert deswegen, weil der Begriff an sich viele Unschärfen aufweist und weil die Verwendung, die praktische Verwendung natürlich dann umso mehr auf genau diese Unschärfen verweist. Worum geht es dabei? Es geht beispielsweise, und das ist nur ausschnittshaft erwähnt, um die Frage, was ist eigentlich das zugrunde liegende Mensch-Natur-Verhältnis? Was ist der Gerechtigkeitsbegriff, mit dem man dort operiert, wenn man von Nachhaltigkeit spricht? Was genau sind Raum- oder auch Zeitbezüge, auf die sich auf die Nachhaltigkeit rekurriert. Und nicht zuletzt natürlich, was sind Prozessqualitäten und Prozessdimensionen, die mit dem Begriff der Nachhaltigkeit und vor allem dem Zielkonzept letzten Endes angesprochen sind. In den letzten 30 Jahren hat ja der Handlungsdruck stetig zugenommen. Wir sind insofern natürlich gut beraten, die gewissermaßen zunehmende Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit einer nachhaltigen Entwicklung auch kritisch in den Blick zu nehmen. Und genau das möchte diese Reihe tun und fragen, was kann und was soll auch ein Konzept wie Nachhaltigkeit heute leisten? Und möglicherweise eben auch, was müssten wir oder wie müssten wir Nachhaltigkeit zukünftig anders denken? Deswegen auch die Überschrift Nachhaltigkeit neu erfinden, Reinventing Sustainability. Ja, so viel vielleicht der kurzen Vorrede zu der Reihe und Sie sehen die Informationen über die Reihe und auch weitere Vorträge dann bei uns auf unserer Webseite. Ich möchte aber jetzt erstmal natürlich zu unserem Vortragenden heute kommen, Professor Konrad Ott. Wir freuen uns sehr, dass er heute den Einstieg hier bei uns machen kann. Konrad Ott ist sicherlich allen, die im deutschsprachigen Raum vor allem unterwegs sind und sich mit Nachhaltigkeit befassen, ein Begriff. Zu seinem Hintergrund, er hat ja in Frankfurt Philosophie, Geschichte, Germanistik studiert und dort auch bei Jürgen Habermas promoviert. Dann anschließend nach Lehrtätigkeit in Frankfurt und Tübingen 95 habilitiert im Fach Philosophie und zwar an der Uni Leipzig. Dort auch schon zur ethischen Begründung normativer Implikate wissenschaftlicher Praxis. Er war dann Professor für Umweltethik an der Universität Greifswald von 97 bis 2012 und im überlappenden Zeitraum auch von 2000 bis 2008 Mitglied im Rat von Sachverständigen für Umweltfragen der Bundesregierung. Ja, aktuell seit 2012 ist er Professor für Philosophie und Ethik der Umwelt an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und bearbeitet ein breites Forschungsfeld, wichtige Forschungsinteressen, hier nur ausschnittshaft erwähnt, Diskursethik,
Gerechtigkeitstheorien, Nachhaltigkeit, Postwachstum und damit eben auch gesellschaftstheoretische Grundlegungen von Umweltethik und Nachhaltigkeit. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Ott, und wir freuen uns auf Ihren Vortrag, der mit dem Titel auch schon sehr deutlich auf die räumlichen Implikationen verweist: Starke Nachhaltigkeit in Raum und Zeit zum Skalierungsproblem. Herr Ott, Sie hätten das Wort. Ja, Herr Wolfram, vielen Dank für die Einladung ans IOR und für diese freundlichen Worte. Ich teile jetzt mal und beginne das. So, es sollte das zu sehen sein. Das funktioniert sehr schön. Wunderbar. Sie hatten ja gerade schon gesagt, dass es einen gewissen Bedarf gibt nach einer Theorie oder einem Konzept von Nachhaltigkeit. Wenn man sich die jüngere Geschichte anschaut, so beginnt sie natürlich mit dem sogenannten Brundtland-Bericht 1987, der dann in der Konferenz für Umwelt und Entwicklung, dem Rio-Gipfel, aufgegriffen worden ist. Und die Definition des Brundtland-Berichtes, die ist ja 100.000 Mal gezeigt worden. Sie haben auch schon gesagt, ganz richtig, Nachhaltigkeit ist so ein Paradigma geworden, so ein zentraler Fokus der internationalen und nationalen Umwelt, aber auch der Entwicklungspolitik. Der Begriff wurde vielfach aufgegriffen. Der Sachverständigenrat hat das schon 1994 gemacht, dann nochmal 96, 2000 und dann auch 2002. Wo wir im Rat damals eine Grundkonzeption starker Nachhaltigkeit favorisiert haben. Die Begründung war damals noch relativ skizzenhaft und das, was ich später gemacht habe, knüpft eigentlich an dieses Umweltgutachten 2002. Der Titel war Für eine neue Vorreiterrolle an. Naja, das ist nun auch schon mehr als 20 Jahre her. Die Gefahr ist klar. Nachhaltigkeit ist ein Wort und noch gar kein Begriff. Und Worte sind ungeschützt. Und natürlich, weil man sich nicht gegen Nachhaltigkeit aussprechen kann und weil Nachhaltigkeit so etwas ist wie Motherhood und Apple Pie, wird jeder versuchen, Nachhaltigkeit für sich zu reklamieren. Und dann kommt es zu inflationären und zunehmend willkürlichen, man sollte eher sagen, hier Wortverwendungen, nicht Begriffsverwendungen. In der Philosophie wissen wir, dass der Umfang, die Extension und der Inhalt, die Intention von Begriffen ein gegenläufiges Verhältnis ist. Ein Begriff, der allumfassend ist, bedeutet so gut wie nichts mehr. Deswegen muss man versuchen, der Tendenz inflationäres, allumfassendes eher entgegenwirken, um Inhalte präzisieren zu können. Wenn Sie so wollen, ist das so eine alte Idee, die auch Immanuel Kant am Ende des 18. Jahrhunderts hatte, wo er sagte, nur ein kritischer Weg steht noch offen, wenn man Dogmatismus und Willkürlichkeit vermeiden möchte. Die berühmteste Definition lautet folgendermaßen: Sustainable Development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Das war aber, wenn man die Geschichte von Our Common Future kennt, ein dilatorischer Formelkompromiss. Weil die Mitglieder der Brundtland-Kommission in sich völlig zerstritten waren, konnten sie sich auf nichts einigen, als auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, dass alle Menschen ein Recht haben, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Aus dieser Definition ist dann auch der Naturbezug verschwunden. Wenn man daran anknüpfen möchte, muss man den Begriff von Bedürfnissen klären. Man muss natürlich die Zukunftsdimension mit hineinnehmen und man muss im Grunde
erläutern, was man selber unter Compromising, also irgendwie aufs Spiel setzen, riskieren, einschränken, genau verstehen möchte. Ich werde an diese Definition nicht anknüpfen. Es gab dann auch in der Politik sehr beliebt das Drei-Säulen-Modell. Da hat man gesagt, naja, Nachhaltigkeit ist irgendwie Ökologie, aber mehr als nur Ökologie, immer auch Wirtschaft, immer auch Soziales. Und da konnte man eigentlich immer das, was man gerade tut, in eine dieser Säulen unterbringen und hat dann gesagt, Nachhaltigkeit ist so Art Dach. Auf der Ebene der Vereinten Nationen wurde dann der Zielkatalog der Sustainable Development Goals verabschiedet. Das sind 17 Oberziele und ein Katalog von Unterzielen, 156. In gewisser Weise ist es eine Sammlung des Wünschenswerten. Eine Sammlung des Wünschenswerten ohne einen klaren theoretischen Fokus. Und ich würde sagen, für Nachhaltigkeitswissenschaft ist ein bloßer Zielkatalog etwas zu wenig. Deswegen werde ich jetzt auch nicht an die SDGs anknüpfen, obwohl ich weiß, dass sie in unserem globalen Village eigentlich Mainstream sind. Für die Theorie interessanter war das, was Ökonomen zu Nachhaltigkeit beigetragen haben. Das begann mit einer Konzeption, die nennt sich schwache Nachhaltigkeit, aber die wurde von Martin Kwas und anderen weiterentwickelt zu einem Konzept von Inclusive Wealth, umfassende Wohlfahrt, wenn Sie so wollen. Ich werde auf diese Konzeption, die aus der Ökonomik stammt, noch eingehen. Die Ökonomik hat sich in den letzten Jahren ja sehr stark in Richtung auf Umweltökonomik entwickelt. Da gibt es den Total Economic Values, da gibt die Ecosystem Services Ansätze und, und. Ich selber diskutiere sehr, sehr gerne mit Nachhaltigkeitsökonomen. Aus einer anderen theoretischen Richtung, eher geografisch, ökologisch, geobotanisch ausgerichtet, stammt der Ansatz von Herman Daly, der allerdings auch Ökonom ist. In diesem Ansatz starker Nachhaltigkeit geht es um den Erhalt der, ich sage jetzt mal, Naturgüter, natürliche Ressourcen oder auch Natur Kapitalien. Und Herman Daly hatte das Ziel, einen nachhaltigen Steady State, dieser Ausdruck stammt von John Stuart Mill, in einer zunehmend vollen Welt, wenn Sie auch so wollen, des Anthropozän zu erreichen. Und ich denke, dass diese Auseinandersetzung zwischen schwacher Nachhaltigkeit und starker Nachhaltigkeit theoretisch interessanter ist, als wenn wir jetzt anfangen würden, die 17 SDGs nacheinander zu behandeln. Meine eigene Konzeption von Nachhaltigkeit ist folgendermaßen aufgebaut. Ich unterscheide mehrere Ebenen. Hinter diesem Ebenenmodell steht das strukturalistische Theoriekonzept von Wolfgang Stegmüller, einem Wissenschaftsphilosophen. Stegmüller hat argumentiert, dass alle Theorien einen Theoriekern haben müssen. Da sind die Basisannahmen. Dann bestimmte Brückenprinzipien. Und dann ein Ensemble oder ein Set intendierter Anwendungen, wobei manche Anwendungen kernnah sind, also in jedem Falle behandelt werden müssen, andere auch umstritten sein können und dann sozusagen so ein Grenzbereich der Theorie abgeben. So könnte man beispielsweise fragen, ob Kriminalitätsraten Teil einer Theorie starker Nachhaltigkeit ist.
Die ersten vier Ebenen dieses Ebenenmodells sind der Theoriekern. Die Ebene 5, das sind die Brückenprinzipien. Und ab der Ebene 6 öffnet sich dann ein Spektrum von Handlungsfeldern und Anwendungsfällen. Das ist allerdings schon starke Nachhaltigkeit. Wir hatten vereinbart, Herr Wolfram, dass ich überwiegend über den Theoriekern sprechen werde und über die Skalen. Ich habe auch noch ganz am Ende etwas über ein Anwendungsgebiet, Klimawandel, aber ich weiß nicht, ob meine Zeit dafür reichen wird. Der Theoriekern, das ist die Ideengeschichte, die eigentlich ethische Grundlage, der normative Status, die Konzeption, die dann rational zu wählen ist. Nachhaltigkeit beginnt nicht mit Brundtland. Brundtland ist ein Report unter vielen. Es gibt eine lange Geschichte von Nachhaltigkeit, die beginnt mit Hans-Karl Carlowitz und der nachhaltigen Forstwirtschaft 1713. Thomas Jefferson im Jahr der Französischen Revolution, der Begründer eines Wise-Use-Gedankens, sagt: The earth belongs in usufruct to the living. Die Erde gehört in Nießbrauch den Lebenden an. Und Nießbrauch, usufructus, ist ein Gedanke, der seit sehr, sehr weit bis in die Antike zurückgeht. Der Gedanke ist, ich darf von Erträgen, also Zinsen, leben, ich muss aber eine Substanz erhalten und bewahren. Das heißt, meine Nutzung der Erde ist beschränkt. Insofern ist Sustainability immer als eine Art Constraints über Nutzung und Wirtschaftsformen verstanden worden. Ein Gegenbegriff schon bei Carlowitz ist Raubbau an der Natur. Robert Malthus hat auch schon gefragt, wie stehen Bevölkerungswachstum und Bodenerträge zueinander? Und in gewisser Weise kann man Justus von Liebigs Agrarchemie als eine Antwort auf die malthusianische Falle verstehen. Auch Liebig war ein Nachhaltigkeitsdenker. Und, das muss ich als Kieler natürlich sagen, Karl August Möbius, der Meeresforscher, hat schon 1877 das Carlowitz-Prinzip mustergültig auf marine Ressourcen übertragen, auf die Austernbänke. Heute machen wir das bei Fischerei in Kiel Marine Science. Vor 1914 gab es eine ganze Reihe von, ich sag mal, protoökologischen Bewegungen, die dann allerdings im Ausbruch des Ersten Weltkriegs rapide abbrachen. Und nach einem 30-jährigen europäischen Bürgerkrieg mit anschließendem Wiederaufbau dauerte es tatsächlich bis in die 70er Jahre, dass durch den Club of Rome und dann durch Our Common Future das Thema wieder entdeckt worden ist. Man soll aber nicht nur die kurze Geschichte, die mit dem Club of Rome anfängt, kennen, sondern man kann sich viele, viele kluge Gedanken auch aus der alten Ideengeschichte seit 1713 holen. Und wenn man die aufgreift, dann kann man auch vieles in die normative Dimension eingliedern und einbauen. Zur Ethik. Ich unterscheide zwei Quellen der Normativität bei Nachhaltigkeit. Die eine Quelle ist die Umweltethik. Hier beziehe ich mich auf meine kleine Einführung im Junius Verlag. Die zweite Quelle ist die Gerechtigkeitstheorie. Die Umweltethik fragt nach Werten von Natur und sie unterscheidet mindestens
sechs oder sieben werthafte Zugangsweisen zu Natur. Das beginnt ganz nüchtern mit Angewiesenheiten auf natürliche Ressourcen. Da kommen sehr viele Klugheitsargumente mit ins Spiel. Es geht um den Nutzen, den wir aus bestimmten, man könnte sagen, Provisioning and Regulating Services von Natur ziehen. Auch das ist noch eine Klugheitsangelegenheit. Aber Natur ist nicht nur wichtig für das nackte Leben, sondern auch für das gute, reiche, sinnerfüllte Leben. Und so als titelartige Überschrift borge ich mir von Alexander von Humboldt den Ausdruck Naturgenuss. Der wird erfasst durch die Cultural Values oder eudaimonistische Naturwerte. Darunter fällt die Erfahrung des Naturschönen, Erholung, Heimat und vieles mehr. Diese ersten drei Wertkategorien können dann in eine intertemporale Perspektive gebracht werden. Da ist der Berührungspunkt zur Gerechtigkeit sehr stark. Hier unterscheiden wir einen absoluten von einem komparativen Standard der Zukunftsverantwortung. Ein absoluter Standard sagt, allen Menschen steht eine Art Grundausstattung mit Ressourcen zur Bedürfnisbefriedigung zu. Das kann man auch mit Martha Nussbaums Fähigkeitenansatz machen. Der komparative Standard besagt, es soll durchschnittlichen Menschen mindestens ebenso gut oder nicht schlechter als anderen Menschengruppen gehen, die dann gewissermaßen der Vergleichs Maßstab sind, deswegen komparativer Standard. Es ist dabei möglich, auf der globalen Skala einen absoluten Standard zu wählen, worauf alle Menschen einen moralischen Anspruch haben, aber es ist auch zulässig, auf anderen, also auf nationalen oder kommunalen Skalen, einen komparativen Standard zu wählen, der uns dann zu mehr verpflichtet. Reiche Länder verpflichtet ein komparativer Standard in Bezug auf ihre zukünftige Bevölkerung zu weitaus mehr als nur ein absoluter Standard. Wenn man die ersten vier Wertkategorien durchgegangen ist, dann drängt sich die Frage auf, was für eine Art von Mensch man eigentlich im Anthropozän sein möchte. Und die Frage, was für eine Art von Mensch will ich sein, führt immer in Haltungen und Einstellungen, die dann auch mit Aristoteles als Tugenden, als Hexes verstanden werden können. Hier gibt es eine breite Diskussion über Tugenden wie Mäßigung, wie Hoffnung, wie Mut, wie Zurückhaltung, wie Schonung, aber auch wie Neugier, und Standhaftigkeit. Bis hierher sind wir nur auf anthropozentrischem Grundlagen, aber in der Umweltethik wird natürlich auch gefragt, soll man bestimmten Naturwesen einen moralischen Selbstwert zuerkennen? Das ist dann das Problem, das sogenannte Inklusionsproblem, das sehr, sehr viele Lösungen gefunden hat. Ich werde in diesem Vortrag dieses Problem nicht behandeln. Es würde viel zu weit führen. Das heißt, ich bleibe jetzt erstmal auf einer anthropozentrischen Grundlage. Und dann gibt es noch Ansätze, die nennt man Tiefenökologie, Deep Ecology. Da geht es um spirituelle und religiöse Zugangsweisen, darunter auch viele nicht-westliche Zugangsweisen zur Natur. Ich selber werde ganz stark in einem westlichen Paradigma bleiben. Ich werde nichts über Dao, über vedische Weisheit, über Pachamama oder so etwas sagen. Die zweite Quelle der Normativität ist die Gerechtigkeitstheorie. Hier knüpfe ich an John Rawls an.
John Rawls argumentiert, dass hinter einem Veil of Ignorance, einem Schleier der Unwissenheit, der eine Art Original Position abgibt, rationale und freie Wesen, die nicht mehr wissen, was ihre konkrete Position in einer Gesellschaft ist, dann werden solche freien und rationalen Wesen ein Prinzip der Freiheit, ein Prinzip der Gleichheit, genauer fairer Chancengleichheit, ein Prinzip der Solidarität, dass es an den schlechtesten Stellen eines Systems der Kooperation noch ein anständiges Leben geben können muss, eine sogenannte Maximin-Strategie. Und ein viertes Prinzip, das bei Rawls meist übersehen wird, aber im Paragraph 44 der Theorie der Gerechtigkeit klar diskutiert wird, ein Prinzip der fairen intergenerationellen Hinterlassenschaft, ein Nachhaltigkeitsprinzip. Diese vier Prinzipien sind unteilbar, aber sie stehen unter dem Vorrang der Freiheit. Rawls ist mit Hegel und anderen überzeugt, dass Freiheit das oberste Prinzip der modernen Welt ist und auch einen gewissen Vorrang bei der Lösung von Konflikten verdient. Das führt in eine Debatte über Rawls und Hegel, auf die ich jetzt hier nicht eingehen kann. Wichtig ist nur, dass dieses Prinzip der Freiheit allen autoritären Lösungen von Nachhaltigkeit von vornherein einen Riegel vorschiebt. Ich gehe jetzt auf die dritte Ebene, die Kontroverse zwischen starker und schwacher Nachhaltigkeit. Die schwache Nachhaltigkeit sagt, nachhaltig ist eine Gesellschaft, wenn das Kapital oder die Kapitalien im Aggregat mindestens konstant bleiben. Naturkapital ist durch andere Kapitalarten mehr oder weniger perfekt substituierbar. Wir dürfen daher Naturkapital abbauen, wenn wir gleichzeitig in Humankapital, Infrastrukturen, Man-made Capital, Wissenskapital und so weiter investieren. Das Ziel ist der konstante summative Gesamtbestand an Kapitalien. Auch eine sehr künstliche Welt könnte dann noch nachhaltig sein. Das Messmodell sind Investitions- und Sparquoten, die sogenannten Genuine Savings. Und die Diagnose ist, viele Industriestaaten befinden sich auf einem nachhaltigen Weg. Die Welt ist überwiegend von einigen Weltregionen, Sub-Saharan Afrika, Zentralasien, Teile Mittelamerikas abgesehen, auf einem nachhaltigen Weg. Schwache Nachhaltigkeit erlaubt es, die Zukunft abzudiskutieren, zu diskontieren. Sie wissen, dass in den meisten ökonomischen Modellen eine Diskontrate ist, die größer ist als null. Und man hofft auf eine Art genereller Entwicklung gemäß der Environmental Kuznets Curve. Wenn Sie wollen, kann ich das noch genauer erklären. Für die starke Nachhaltigkeit ist Naturkapital nur äußerst begrenzt substituierbar. Deswegen ist es klug und auch moralisch und gerechtigkeitstheoretisch gerechtfertigt, wenn man eine Regel einführt, eine Constant Natural Capital Rule, CNCR, die zur Erhaltung des Naturkapitals verpflichtet. Damit ist dann auch schon das Skalenproblem gegeben, Erhaltung auf unterschiedlichen Skalen. Statt ein einheitliches Messmodell vertritt starke Nachhaltigkeit, ein Regelwerk in Verbindung mit Zielsystemen und einer Diagnose, dass die westlichen Lebensstile und Produktionsformen insgesamt nicht stark nachhaltig sind.
Diskontieren ist hier nur unter sehr bestimmten Bedingungen gerechtfertigt, nur dann, wenn man mit gutem Gewissen glauben darf, dass in der Zukunft die Knappheit geringer ist als heute. Wenn man glaubt, dass die Zukunft eher durch Knappheiten geprägt sein wird, muss die Diskontrate negativ werden. Die Environmental Cousins Curve gilt hier nicht als generelle Gesetzmäßigkeit, sondern wird normativ interpretiert als ein anzustrebender Verlauf, wobei man unter bestimmten Bedingungen auch so eine Art Tunnel graben kann, um die Peaks der Umweltverschmutzung zu vermeiden. Ist hier eine rationale Entscheidung zwischen zwei konkurrierenden, in sich kohärenten Theorien oder theoretischen Konzepten möglich? Ich glaube ja. Wenn man den Diskurs über mehrere Jahrzehnte verfolgt, dann sieht man, dass die schwache Nachhaltigkeit von ihren ursprünglichen Positionen durch eine ganze Reihe von Konzessionen abgerückt ist. Man räumt ein, dass Substitutionselastizität von Naturkapital begrenzt ist und empirisch ermittelt werden muss, dass man nicht dogmatisch Sigma gleich 1 setzen kann, wie Robert Solow das noch tat. Sie haben zugegeben, dass Diskontierung der Zukunft nur bei abnehmender Knappheit zulässig ist. Und Sie haben in Ihrem Total Economic Value Wertkategorien eingeführt wie Option Value, Existence Value und Bequest Value. Und Option und Existence und Bequest Value verweisen im Grunde auf starke Nachhaltigkeit, gerade wenn man viele Optionen erhalten soll oder wenn man sich freut, dass es irgendwas in der Natur noch gibt. All das spricht eher für starke Nachhaltigkeit. Und auch der Ecosystem Service Approach mit seinen regulatorischen Services und vor allem auch mit den Cultural Services geht schon stärker in die Richtung starker Nachhaltigkeit. Wenn man dann noch auf Risiken reflektiert und auch auf Ungewissheit, wenn man ein Precautionary Principle einführt, Vorsicht und Vorsorge, dann macht man eine weitere Konzession. Und wenn man sagt, also mindestens das kritische Naturkapital müsste auf unterschiedlichen Skalen, hier wieder die Skalen, erhalten wird und man fängt an, über Kritikalität genauer nachzudenken, dann ist man sehr schnell bei dem Gedanken von Chiriaki Wantrop schon in den 80er Jahren eines Safe Minimum Standards an Naturkapital. Aber wenn ich einen Safe Minimum Standard einführe, dann kommt sofort die Frage, how safe is safe enough? Und wenn ich dann Vorsorgeprinzipien einführe, dann könnte man im Grunde sagen, aha, diese Serie von Konzessionen führt eigentlich dazu, dass sich die Schwache der starken Nachhaltigkeit aus immanenten Gründen von selbst angenähert hat. Und das ist ein Grund, starke Nachhaltigkeit zu wählen. Wenn man sich so positioniert, und ich verweise auf dieses Buch Theorie und Praxis starker Nachhaltigkeit, das ich mit dem Ökonomen Ralf Döring zusammengeschrieben habe, dann sieht man natürlich jetzt, wo würde man die Theorie weiterentwickeln? Ich würde sie in der Gerechtigkeitstheorie an drei Punkten weiterentwickeln. Einmal ist es inkohärent, wenn ich mich nur um zukünftige kümmere, aber heutigem Elend und Armut gleichgültig gegenüberstehe. Das ist inkohärent. Ich muss also eine Position entwickeln, auch zu intragenerationeller Gerechtigkeit. Das kann ich dann auch mit Rawls, aber auch mit Thomas Pogge und anderen tun.
Ich würde gerne, und das ist momentan ein Forschungsprojekt, das ich verfolge, mit Hegel von der bloßen Moralität, den Quellen der Gerechtigkeit, viel stärker in das Recht hineinschauen. Nachhaltigkeit im Recht, wie kann das gewährleistet werden? Denken Sie an Artikel 20a Grundgesetz und im Grunde auch Nachhaltigkeit im Übergang von Moral zu Sittlichkeit. Sittlichkeit ist bei Hegel dann Familie und Kultur, Wirtschaftsleben und demokratische Politik. Eine Art von Republikanismus. Der dritte Punkt ist, man kann der Tierethik eigentlich heutzutage nicht mehr ausweisen. Das Problem ist, wenn ich eine bestimmte Konzeption von Tierwohl und Tierrechten einführe, dann kann ich Tiere nicht einfach nur als Bestände von Naturkapital betreiben, sondern gebe ihnen in gewisser Weise auch einen moralischen Selbstwert. Und dann bin ich gerade in der Nutzung von Tieren eingeschränkt und muss dann fragen, was ist eigentlich die Zukunft der Domestikation in einer Theorie starker Nachhaltigkeit. Ich plädiere für eine Fortsetzung der Domestikation mit einem hohen Maß an Tierwohl, sehe aber Tierrechte eher kritisch. Ich würde dann versuchen, die Begründung der Wahl starker Nachhaltigkeit noch einmal, sagen wir mal, philosophisch, ethisch zu vertiefen. Ich würde gerne das Argument noch machen, dass eigentlich starke Nachhaltigkeit das freiheitlichere Konzept ist, dass es den zukünftigen Generationen mehr Wahlfreiheiten, gute Möglichkeiten will. Ich würde gerne noch mal tiefer in die kulturellen Werte der Natur, also den Naturgenuss, eingehen und ich würde den Gedanken von Investitionen in Naturkapitalien noch stärker verfolgen. In dem Buch von Klauer und Co-Autoren über die Kunst langfristig zu denken, da findet sich eine ganz gute Kategorisierung von Naturkapitalien, die Gliederung in Vorräte, in nicht lebendige Fonds wie Wasser und Boden, in lebendige Fonds, Lebewesen und dann auch die Frage kulturelles Naturkapital, das vom Menschen mehr oder minder stark geprägt und überformt ist, Weinberge, Forste, Parkanlagen, Gärten und so weiter. Es geht also nicht um Wildnis und Kernzonen von Nationalparken, sondern es geht um kulturelles Naturkapital in kulturell geprägten Landschaften, gerade in Mitteleuropa. Die Constant Natural Capital Rule sagt, Naturkapitalien und Güter sollen über die Zeit hinweg konstant gehalten werden. Und dieses Prinzip wird gewissermaßen selber in die Generationenfolge hineingegeben. Das heißt, zukünftige Generationen können dieses Prinzip aufgreifen und es selber neu interpretieren. Deswegen brauche ich mich nicht darüber zu bekümmern, was ich jetzt für das Jahr 4236 tun kann. In übernutzte Naturgüter soll investiert werden. Und was in ökonomischer Sprache Investition in Natur ist, ist in ökologischer Sprache Renaturierung. Und da gibt es auf der europäischen Ebene und auf der nationalen Ebene, aber auch auf kommunalen Ebenen große Potenziale. Und ich würde mir wünschen, gewissermaßen das Anthropozän als ein Zeitalter der Renaturierung. Dieses Re führt uns nicht zurück in die Ursprünge, sondern es hat eher den Sinn von Regain. Regain, nicht von Return. Diese Managementregeln beziehen sich auf erneuerbare Ressourcen, auf erschöpfbare Rohstoffe, also Vorräte, und auf Aufnahmekapazitäten der Umweltmedien und Ökosysteme, darunter auch die Aufnahmekapazität der Senke für CO2 der Atmosphäre. Und nun bin ich dann auch bei den Skalen angekommen. Es gibt natürlich räumliche Skalen
Und es gibt zeitliche Skalen. Bei den zeitlichen Skalen würde ich sagen, wir sollten so weit schauen, wie unsere besten Modelle und Szenarien reichen. Wir haben ja Klimamodelle, die reichen über mehrere Jahrhunderte. Viel weiter in die Zukunft können wir nicht schauen. Das liegt einfach daran, dass freie Wesen, freie Vernunftwesen die Welt gestalten werden und wir nicht vorhersehen können, was freie Wesen in Zukunft so alles tun und lassen werden. Ich würde mich jetzt hier eher auf räumliche Skalen beziehen. Chakrabarti, ein Autor, den ich sehr schätze, hat gesagt, wir müssen im Anthropozän in der Dialektik von Globus und Planet denken. Der Globus, das ist die Welt, die wir globalisieren. Im Welthandel, im Standort, Markt für Industrieansiedlungen, im Tourismus, im wissenschaftlichen Austausch, in den Migrationsbewegungen, all das ist Globalisierung. Und wenn wir die Globalisierung denken, dann müssen wir mitbedenken, dass sie auf einem einzigartigen Planeten stattfindet, für den es insgesamt kein Substitut gibt. Und die Kategorien Globus und Planet sind korrelativ. Das heißt, wenn ich den Globus und die Globalisierung denke, muss ich den Planeten immer mitbedenken und umgekehrt. Und ich glaube, dass eine Theorie einer globalen Ebene in dieser Dialektik denken, lernen muss und aus dieser Dialektik heraus Reflexionsbestimmungen entwickeln muss, die dann zu Konzeptionen von Nachhaltigkeit führen. Auf der globalen Ebene haben wir einmal die Planetary Boundaries und ein Ensemble der globalen Umwelt. Regime. Die kann man stärken. Die Klimarahmenkonvention, die Konvention über biologische Vielfalt, das Law of the High Sea, Washingtoner Artenschutzabkommen und, und. Und man könnte versuchen, sie unter einer UN-Organisation zu bündeln, die so mindestens so stark ist wie UNESCO, FAO, WHO. Wir haben ja da nur ein Programm. Also hier kann man gewissermaßen die nächsten Jahrzehnte an der Verrechtlichung der menschlichen Naturverhältnisse auf der globalen Ebene arbeiten. Dann haben wir die Europäische Union mit sehr interessanten Rahmenrichtlinien und Zielen. Hier könnte Nachhaltigkeit ein Integrationsprinzip werden. Da arbeiten einige daran. Auf der nationalen Ebene haben wir den Artikel 20a des Grundgesetzes, eindeutig ein Nachhaltigkeitsartikel, den man, wie einige vorgeschlagen haben, durchaus im Sinne starker Nachhaltigkeit interpretieren könnte. Und wir haben na nationale Strategien, die wir weiterentwickeln könnten. Auf der Ebene von Bundesländern tut sich eine ganze Menge. Hier könnte der Föderalismus eine sehr wichtige und gute Rolle spielen. Und ich würde auch die Kommunen nicht aus der Verpflichtung entlassen. Da gibt es Transition Towns. Deutschland als ein Land der mittel- und kleinen Städte ist vielleicht dafür prädestiniert, starke Nachhaltigkeit auch in urbane Kontexte hineinzutragen und ins Umland der Städte. Die anderen Dinge habe ich in Klammern gesetzt, weil ich die Beiträge natürlich schätze, aber immer überlege, was ist die kleinste sinnvolle räumliche Einheit, auf der Aussagen über Nachhaltigkeit und Nicht-Nachhaltigkeit getroffen werden können. Der nachhaltige Balkon und der nachhaltige Wintergarten, das wäre mir zu kleinskalig. Auch Haushalte, also da muss man überlegen, was sind die kleinsten sinnvollen Einheiten. Letzte Folie. Die Welt wird nicht einfach nachhaltig oder nicht nachhaltig sein.
An dieser Konzeption und an ihrer Umsetzung von Nachhaltigkeit arbeiten viele, aber es gibt höchst gemischte Bilanzen auf unterschiedlichen räumlichen Skalen. Es gibt Erfolge, ja. Es gibt die Insel der Seligen, Success Stories. Es gibt aber auch Scheitern, Versagen, Niederlagen, Zerstörungen, Raubbau. Und jetzt müsste man, und da bin ich als Philosoph nicht mehr kompetent, tatsächlich geografisch, wir brauchen gewissermaßen eine kritische Nachhaltigkeitsgeografie, die wirklich genau zu bestimmten Weltregionen arbeitet. China, sind die wirklich auf dem Weg in eine Ecological Civilization? Was geschieht wirklich in Sub-Saharan Afrika? Meine Studentinnen wollen immer über Afrika sprechen und ich sage, ich spreche mit euch über Afrika, wenn ihr mir den Unterschied von Mali und Malawi erklären könnt. Das können sie in der Regel nicht und dann ist erstmal wieder Ruhe. Nah- und Mittlerer Osten und dann kann man mal gucken, Indien, Russland, Eurasien. Was ist mit Zentralasien? Was mit Südamerika? Und an diesem Punkt, da könnte es so sein, dass sich in der Zukunft die Welt als sehr patchy herausstellt. Einige Regionen werden nachhaltiger sein als andere. Und es wird auch Failure geben und vielleicht auch Kollaps. Und deswegen wird Nicht-Nachhaltigkeit, Klimawandel und Migration einen neuen Zusammenhang darstellen. Der Migrationsdruck auf die erfolgreichen Länder wird anwachsen. An dieser Stelle berührt sich dann die Ethik der Nachhaltigkeit, die ich bisher auf Umweltethik und auf Gerechtigkeit fokussiert hatte, mit einer neuen Quelle, einer sehr problematischen Quelle von Normativität, nämlich der Migrationsethik. Gerade auch bei der Frage, wen sollen wir als Klimaflüchtling anerkennen? Ich werde jetzt nichts mehr über Klimapolitik sagen können. Ich belasse es mal dabei. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und für die große Geduld, dass Sie mir so viel Zeit eingeräumt haben. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Ott, für den sehr interessanten und sehr schönen überblicksartigen Vortrag. Ich würde damit auch zwischenzeitlich sozusagen den Vortrag oder das Forum für heute erstmal beenden für die Aufzeichnung und danke auch den Teilnehmenden für das Zuhören.